Und da sind wir wieder zurück zu Borderlands 2. Wir können ein paar Badass-Token einlösen. Maximale Gesundheit. Schildladegeschwindigkeit. So, das war's. Dann erledigen wir Jack Stubel. Den müssen wir natürlich jetzt auch mal finden. Ah, hinter mir ist ein Idiot wahrscheinlich, oder? Boah, den habe ich aber gerade nur so erwischt noch. Genau, gescheitert. Du sagst es. Haben wir alles nachgeladen? Okay. Im letzten Part haben wir ja seine Baustelle geflutet. Das hat ihm gar nicht gefallen, Jack. Jetzt reicht es mir gleich damit, diese Flucht. Ja, die Pistole ist zu langsam, das ist einmal das große Problem. Ich bin dann mal weg. So. Weil ich drück und dann schießt zuerst, das mag ich gar nicht. Ich mag, zack, fertig. Noch ein Badass Loader. Ich habe gewonnen. Komm, schieß mich tot. Und das war's schon. Wow, was man da alles findet. So. Könnte man verkaufen gehen, habe ich gerade gesehen. Aktiviere Kampfmodus. Okay, bitte komm, verreck jetzt. Jetzt komm ich. Jetzt komm ich rüber. Jetzt habt ihr's so. Sie haben mich provoziert.
So, jetzt müssen wir den Idioten noch finden. Denk dran, Arbeiter. In einem Team gibt es keinen. Hilf mir, ich habe innere Blutungen und muss zum Arzt. Das ist eines von Jack Doobles, mit denen der Attentäter täuscht und Untergebene beeindruckt. Erbaulich. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Nimm das taschenuhrartige Ding, das ihm runtergefallen ist. Es, die Taschenuhr zeichnet auch Ton auf. Jack hörte sich gerne die Lobhudeleien seiner Untergebenen an. Wir brauchen einen Stimmmodulator, damit wir mit Jacks Stimme reden können. Geh zu einem Informationsstand. Ja, geht gleich. Ich erledige nur diese extrem nervigen Idioten da unten. Und jetzt schauen wir mal. Oh, bitte! Jetzt muss ich nicht mit Banditen rumschlagen! Mich ins Feuer! Ich mache jetzt so einfach kaputt, weil ich kann mir sie gleich wieder kaufen. Plus Energie. Hier gibt's Medikits und Schilde. Komm jederzeit wieder vorbei. Möchte ich aber nicht. Nichts geht über. Lass es nicht zu sehr krachen. Vorsicht, Jungs. Das heißt, dass Kammerjäger die Stadt infiltrieren. Ihr dürft ruhig abhauen. Für so einen Scheiß hat er noch nicht genug. Kämpfe um dein Leben. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wieder. Nein, schon, ich lasse liegen was. Brauchen wir nicht unbedingt so viel Kohle. Kostet jetzt nur Sterben mehr. Dann haben wir es gleich geschafft. Wir haben Opportunity infiltriert. Aber zuerst müssen wir noch am Informationsstand. Oh mein Gott, nein. Warum schon wieder? Aktiviere Kampfmodus. Ihr Opfer! Rap. Der Penner da. Wo ist er denn? Warum musst du
ausgerechnet während meiner Schicht angreifen? Wusstet ihr, dass manche Leute auf diesem Planeten so dumm und abergläubisch sind, an Dinge wie Engel, Dämonen und antike Alienkrieger zu glauben? Wir nennen sie Banditen. Ja, das wird funktionieren. Wenn ich noch ein paar Proben von Jacks Stimme bekomme, kann ich dir einen Stimmmodulator bauen. Du musst noch mehr Stimmproben von den Wusstet ihr, dass manche Leute auf diesem Planeten so dumm und abergläubisch sind, an Dinge wie Engel, Dämonen und antike Alienkrieger zu glauben? Wir nennen sie Banditen. Ja, das wird funktionieren. Wenn ich noch ein paar Proben von Jacks Stimme bekomme, kann ich dir einen Stimmmodulator bauen. Ja, die hole ich mal schon. Du musst noch mehr Stimmproben von den anderen Informationsständen besorgen. Hey, Kids! Wusstet ihr, dass das Risiko, massakriert zu werden, um 80.000% steigt, sobald man Opportunity verlässt? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich habe jetzt fast alles beisammen. Denk dran, aktiviere Arbeiter. Noch ein paar letzte Stände. Wusstest du, dass du auf dem zukünftigen Standort des Opportunity-Vergnügungspalastes starrst? Richtig. Für 1000 Mäuse kann man sich dort eine Stunde lang mit einem lebensgroßen Abbild von mir vergnügen. Wer? Wer möchte denn sowas? Niemand. Gott sei Dank ist der Schall jetzt ausgelöscht. Hey Kinder, wusstet ihr, was eure Mamas und Papas aufgegeben haben, damit ihr in Opportunity leben könnt? Rein gar nichts. Eure Familie bekommt sogar Geld dafür. Ich bin derjenige, der hier alle ernährt und beschützt. Denkt dran, liebt eure Eltern. Aber liebt mich mehr. Dumme Geschütze ist noch da. Oh, da leben noch welche. Ich bin dann mal weg. Oh, du nervst. So, du lebst noch. Du wagst es noch zu existieren. Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Falls nicht, solltet ihr auch wissen, dass Kritik an den Gesetzen Opportunities als verbale Umweltverschmutzung gilt. Stimmprobe sollen wir hochladen? Machen wir doch glatt. Okay, da. Nicht. Naja. Nein, doch auch nicht. Das gibt's ja nicht. Hallo? Hier ein paar Kritikpunkte von Handsome Jack. Erstens, er sagt, wir hätten die Kieferpartie bei seinen Statuen nicht gut hingekriegt. Und, er ordnet an, dass jeder Arbeiter, der in den letzten 3 Wochen mehr als 5 Minuten freigenommen hat, hingerichtet wird. Wir kommen in Kürze mit Meißeln und Erschießungskommandos. Ja, hallo, wie komme ich denn da runter? Was ist das für ein Scheiß? Ich muss definitiv darunter. Das ist es. Huh?
Habe ich irgendwas verpasst, irgendwas falsch gemacht? Geht die Tür da irgendwie auf? Okay, bevor ich jetzt da lang umher irre, suche ich diesen verdammten Eingang und mach schnell einen Cut. Hab's gefunden. Ja. So ein flammenwerfender Idiot war noch ein bisschen. Bring die Taschenuhr an, schnell! Warum schnell heißt das? Gibt's ja nicht. Die macht da Stress. Oder, naja, langsam. Ich sehe die Dateien. Fertig. Und jetzt nimm den Stimmmodulator. Gut. Jetzt wirst du leider mit Jacks Stimme sprechen, bis du die Sicherheitstür erreichst. Das Passwort, um sie zu öffnen, nenne ich dir zu gegebener Zeit. Mit anderer Stimme fühlt es sich so sehr falsch an. Ich kling wie ein Arsch. Was? Hast du wirklich gedacht, du kannst dich vor mir verstecken, Angel? Hast du das echt gedacht? Sag deinem Freund leb wohl. Nein. Los. Bis bald. Hervorragender Tag für den Kapitalismus. Du hast die letzte Tür zur Angels Kontrollkern überwunden, was? Überraschenderweise hat sie ihren Teil der Abmachung eingehalten. Zeit, dass wir uns erkenntlich zeigen. Komm zurück, dann stehlen wir uns einen Kammerschlüssel. Okay, wir müssen nach Sanctuary, jetzt haben wir auch einiges zum Abgeben. Aber ich gebe zuerst die Nicht-Missionen-Dinger ab. Clap-Trap. Okay. So, jetzt die andere Quest gegenüber. Das mag alles Schwachsinn sein, aber der ist verdammt und Alter. Ah, vielleicht kann ich mal jetzt fürs Scharfschützengewehr wieder was kaufen. Such dir was aus! Meine Zeit ist kostbar! Irgendwie. Ja, kann ich. Aber nur um 12. Oder mach das mehr Sinn, dass man mehr mitnehmen nach. Was für ein Trottel! Du weißt, wo du mich findest! Trinkgeld geben. Trinkgeld ist immer gut. Ha, Rache versüßt so herrlich den Tag. Mach mal ein Glücksspiel. Und ein zweites auch noch. So. Aber jetzt. Yes! Ja. Wiedersehen. Wirklich geglaubt, Jack schafft Ordnung auf diesem. Jetzt reden wir über Jack. Keine Diskussion. Du gehst nicht ohne mich. Basta. Ich brauche dich hier, um Sanctuary zu beschützen. Wenn das Ganze eine Falle ist, dann musst du diese Leute retten. Weil Angel gesagt hat, ich soll nicht mitkommen? Gib's doch zu. Lilith, verdammt, vertrau mir einfach, okay? Es ist soweit, Leute. Lilith, Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Brick sorgt für Luftunterstützung von 1000 Cuts aus und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja, warum gehe nicht ich? Ich will Hyperion das mit Bloodwing heimzahlen. Das wirst du auch noch.
Aber für den Moment musst du Sanctuary schützen, falls das hier wieder nur eine Falle ist. Du bekommst deine Rache, Mordecai. Das verspreche ich. Wenn du das sagst, Roland. Kammerjäger, wir haben vielleicht eine Chance, den Kammerschlüssel zu klauen und Jack daran zu hindern, den Krieger zu wecken. Du musst nur an dem Kraftfeld vorbei, das dich atomisieren kann, den Bunker zerstören, der genug Feuerkraft hat, einen ganzen Kontinent zu plätten, und durch eine Tür gelangen, die du unmöglich aufkriegst. Damit meint er, wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach Thousand Cuts zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Lasst sie leiden, Leute. Da haben wir viele Sachen. So, was lernen wir denn jetzt? Vielleicht können wir noch was anderes auch lernen. Das können wir gar nicht. Interessant. Dann nehmen wir es halt. So. Das wird sicher lustig! Andere Quests haben wir nicht mehr, ne? Slaughterhouse können wir dann machen. So, wir sehen uns aber dann im nächsten Part. Bis dann, euer Slaughterhouse. Tschüss, Dankeschön.